Sabbat. Sabbat, auch geschrieben Shabbat, eigentlich ausgesprochen Shabbat oder auch Shabbos oder Shabbos, heißt Ruhetag oder Ruhepause. Sabbat ist im Judentum der siebte Wochentag. Sabbat fällt auf den Samstag. Sabbat ist der Tag, an dem man nicht arbeiten soll. Sabbat, die Einhaltung des Sabbats, ist eine der 10 Gebote. Sabbat beginnt im jüdischen Kalender am Sonnenuntergang des Freitags und geht ein bis zum Eintritt der Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag. Sabbat ist also ein wichtiger Tag in der Woche, der heilige Tag, der Tag, den man für religiöse und spirituelle Praktiken nutzen sollte. Der Engelsabbat. Sabbat ist auch der Name eines Engels. Sabbat ist ein Engel, der auf dem Himmelsthron sitzt, ein Engel, der anderen hilft. Sabbat ist der als Engel der Herr des Sabbat. Das heißt, die heilige Schwingung des Sabbat wird verkörpert auch durch ein Engelswesen. Man könnte sagen, ein Tag, wo man spirituelle Praktiken macht, hat seine eigene Energie. Und die Heiligkeit des Sabbats kann man verkörpert sehen in göttlicher Kraft und in einem Engelswesen. Und das kann dann auch wieder Sabbat genannt werden.